Geräuschpegel ist einfach auf der ganzen Baustelle niedriger als bei sonstigen Maschinen und auch die Drehbewegungen oder sonstigen Bewegungen der Maschine sind einfach leiser. Man kann sich dann wirklich auf den Bohrbetrieb konzentrieren. Wir präsentieren heute einen batterieelektrischen Fahrmischer. Das heißt, ich kann auf der Baustelle als auch auf der Mischanlage nahezu emissionsfrei den Beton laden oder entladen. Das heißt, ich habe keine Dieselabgase, ich habe keinen CO2-Ausstoß und ich kann nahezu geräuschfrei arbeiten. Nicht die ganze Zeit schreien, man kann normal deutlich reden, dann hört es der Kollege auch, wenn er weiter weg steht. Ansonsten die Motoren, wenn die auf Volllast laufen, sind sie schon sehr laut und man muss seine Stimme immer erheben und hat selber dann die Belastung. Man hört auch Kleinigkeiten, sage ich mal, außenrum nicht, was jetzt auf einem normalen Baustellenbetrieb ist. Wir haben nur einen Planeten und man muss auf die Ressourcen schauen, die wir haben. Und wenn wir können miteinander diese Ressourcen besser nutzen. Und deshalb sind die Anforderungen für Kunden gekommen, dass man einfach die emissionsfreie Baustellen, weil die Belastung der Umwelt ist sonst groß genug und warum nicht, dass man da auch versuchen kann, zum Baumaschinen emissionsfrei zu machen. Das wird die Zukunft sein. Gerade innerstädtisch oder in anderen Ländern. Aber wir würden sehr gerne weitere Projekte mit so einer Maschine durchführen, auf jeden Fall.